degrading, patronizing, stereotyping crap. Die! Hey, lady, you okay? No, I'm not okay! Look at this! It's just a garden gnome. No, it's not! It's an insult! It's a joke! It's demeaning! I mean, I'll happily have kids laugh at me or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this! This is so degrading. Is there something I can do to help? Smash them! Smash them all! Old Bullwoodville's full of them! Please, I'll even pay you. Just make it stop hurting. Ja, okay, ich soll Gartenzwerge kaputt machen, aber die Frage ist ja jetzt, wo sind die? Die sind dann, denke ich mal, auch hier in dem ganzen Spiel verteilt, ne? Oh Mann, ey, das wird ja dann lustig. Was haben wir denn hier? Ball werfen, $1. Na, komm, machen wir das mal. Okay, wir starten. Und ich muss... Oh, oh. Ich bin ja gut. Also da würde ich ja mal behaupten, das ist ja Verarsche. Aber okay, was haben wir denn da hinten? Gehen wir mal dahin. Und dann denke ich mal, dann müssen wir so langsam, aber sicher, mal nach Hause. Die Schule ruft ja morgen wieder. Tickets, Go-Karts, aha. Okay, mit A gehen wir Gas. Okay. Wir werden natürlich Erster. Das ist ja wohl hier Mario Kart. Juhu. Hallo. Komm und weiter. Sieht doch gut aus, was wir hier gerade machen. Oh, oh, oh. Der geht aber ab. Hallo. Ich würde ja gerne mal von der Straße... Ey. Ihr seid Typen, ne? Wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Position 4. Ja, okay. So schnell sind es ja dann auch nicht. Können wir uns irgendwie einen Vorsprung erfahren? Boah, gehst du mir auf den Sack. Also A und B war so Power Slide, ne? Oh, hier geht's ja ab, ey. Ist ja fast wie in der Formel 1. Ah, schon wieder letzter. Ich bräuchte was zum Schießen oder so. So Bananen. Okay, das war jetzt meine Schuld. Hätte nicht sein dürfen. Ich gehe auch mal davon aus, ich werde nicht gewinnen. Das sind dann wieder so kleine Mini-Dinger, die wir dann jetzt einfach mal so just for fun machen. Aber das war's dann auch. Mehr werden wir, also öfters werden wir sie nicht machen. Oh ja, 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 ja. Und Erster... Du hast gewonnen! Das war aber ein hartes Rennen, muss man ja mal echt zugeben. Okay, wir haben wieder was gewonnen und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir aber langsam mal nach Hause. Denn, ja, langsam müssen wir ins Bett und, ja, was hat das wohl mit dem B auf sich da? Oh, wir werden schon gesucht. Au! Lass mich los, Junge! Schnell weg hier. Ja, normalerweise müssen wir im Bett sein, ne? Ist klar. Komm, schnell. Kriegen wir hin. Hauen wir. Kriegen wir hin. Oh, die Polizei. Oh nein! Sperrstunde. Da haben wir ja nichts mehr zu suchen. So. Frage ist ja auch, kommen wir rein? Kommen wir noch rein? So, morgen gucken wir uns das da mal an. Da können wir, glaube ich, Klamotten oder sowas kaufen. Wir bräuchten ein Rad oder sowas, damit wir wesentlich schneller unterwegs sind. So, ganz schnell wieder hier rein in die Schule, als ob nichts gewesen wäre.
Und wir werden hier auch schon gesucht. Oh, 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 oh. So, hier, da müssen wir hin. Oh. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Oh, oh, scheiße. Entschuldigung. Mach das mal weg hier. So, und rein da. Schnell ins Bett. Oh Mann, das war ja ein Tag, ey. So, neuer Tag. So, die Scheiße ist hinter uns. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt lernen werden oder beziehungsweise welchen Auftrag wir jetzt hier kriegen. 9 Uhr war Unterricht. Ja, vielleicht schaffen wir das, ja. Nehmen wir den Auftrag hier noch mit. Und dann sehen wir mal weiter. Oh, hier sind so viele. Das ist ja nicht mehr normal. Also hier unten war eine. Was war hier? Hedgewicking Colorway, ja. School rules are quite clear on this subject. Quite clear. No alcohol on school grounds. You're drunk. I can smell it on your breath. I can see it in your eyes. I'm not drunk. Drunk? In charge of children. What kind of monster drinks in front of children? A parent? A disgraceful one, yes. You've got a problem, haven't you? I'm just under a lot of pressure. Well, I'm a kind and supportive colleague, Galloway. And as such, I think it is my duty to get you sacked. Do whatever you want, Hattrick. You always do. The head will find out about this. You okay, sir? Ah, Jimmy. No, I'm not okay. I'm half drunk and I'm about to get fired. Fantastic. Oh, I'm a washed up old drunk and I'm only 34. English, you see, is a difficult subject to teach. I've tried any number of things to dull the pain. Yoga, meditation, needlepoint, looking at dubious sites on the internet. But nothing dulls the pain like scotch. Come on, sir, put that away. Are you mad? This is manna from the gods. Give me that. Let's get rid of this before you get busted. That's very kind of you, Jimmy. Miss Phillips is the only teacher to know about my vice. Take it to her. She will know what to do. Ja, okay. Dann würde ich sagen, bringen wir ihr mal die Flaschen. Also, sprich, wir sammeln die jetzt erstmal ein. Warte mal, das ist doch hier. Da müssen wir doch hier gucken. Ich soll Flaschen finden. Okay. Muss ich jetzt hier suchen? Benutzen? Benutzen. Oh, das ist ja eine tolle Küche hier. Das ist ja einmalig. Das ist ja nicht mal normal hier. Okay. Da haben wir eine gefunden. Super. Dann würde ich sagen, raus hier. Ich glaube, gleich beginnt der Unterricht schon wieder. Das wäre natürlich kaum gesagt. Finde die Flasche im Trophäenschrank. Es ist klar. Soll ich erstmal Unterricht machen? Ich weiß es nicht. Mal nicht, bevor wir erwischt werden. Biologie! Ach so. Ah, shit. Ich soll die Flasche hier finden. Die Frage ist, womit? Oh. Hm.
Wie soll ich denn bitte schön die Flasche finden da? Also, mal ganz ehrlich. Was haben wir hier? Am Klo. Geh mal. Hallo. Geh mal weg, Mann. Scheiße. Du hast versagt. Biologie 1. That was just like all the other times. And the law won. Hello, children. Welcome to the world of biology. I hope you all have strong stomachs. Ja, jetzt können wir das wieder machen. Ja, okay, das ist ja schon mal, das haben wir ja beim letzten Mal, haben wir das ja ein bisschen verkackt. Dann müssen wir das ja jetzt eventuell schaffen, ne? So, da werden wir jetzt eine gute Note holen, hoffe ich. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Dann hoffe ich, dass wir dem einen Lehrer dann helfen können. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Hallo. Remember, slow and steady. Ja, weißt du doch. Dann hier. So. So. Und hier unten noch. So. Boah, wunderbar. Okay, mit der Pinzette schlagen wir die Hautlappen zur Seite. Wunderbar. Nummer 1. Nummer 2. Und jetzt fixieren wir sie. Eine da und eine da. Und jetzt die Lupe. Und jetzt soll ich das Herz, denke ich mal, rausnehmen. Genau. Nimm das Messerchen. Sprich, das Skalpell. Und schneiden hier mal rum. Oh, das sieht doch gut aus, was wir hier gerade machen. Das ist doch. Ist doch einmalig. Mein Gott. Take your time, boy. Dissection ja. Is an art. Ja, ich weiß. So, dann denke ich mal mit der Pinzette genau entfernen. Und wir haben auch schon wieder keinen Sound. Wo der Sound wohl wieder ist? Wow, that's disgusting. Okay, der Magen. Der Magen müssen wir jetzt erstmal gucken. Der war hier, glaube ich, ne? Genau. Das war so ein bisschen, das hat ein bisschen länger gedauert. Und Patience, ja. You can't und rush science. Das haben wir ja beim letzten Mal auch nicht geschafft. Das war einfach von der Zeit her. Allein die Soundkulisse gerade, oh mein Gott. Der arme kleine Frosch, der kann da nichts dafür. So, da und da. Dann nehmen wir den raus und packen ihn dahin. Oh, I think I'm gonna be sick. Die Eingeweide mit der Lupe, Eingeweide, das da. Oh, weil das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Hm. Jawohl. Hm. Könnten wir schaffen. So, die Pinzette. Und den Magen raus. Jawohl, Biologie bestanden. Let's see if you can keep it up, shall we? Beim letzten Mal versagt, aber jetzt bestanden. Super.